Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu LS22 auf der Hof Bergmann. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen was vorbereitet und zwar steht hier mein Mineraldünger. Mein Kalk habe ich hier schon reingepackt, im Übrigen allerdings jetzt hier mit meiner Hand hier, weil ich das ursprünglich hier mit diesem Teil hier probiert habe, aber ich würde mal sagen, dieses Schäferschälen hier ist ein bisschen zu lasch. Genau, jetzt wollte ich mal ganz kurz die Sämaschine mal da rausholen, weil das soll ja eigentlich jetzt nur mein Dünger, Kalk und sowieso Lager werden hier, ne? Und Saatgutlager. Erstmal. Vielleicht entscheide ich mich auch irgendwann mal noch um. Aber ich muss jetzt zuerst mal das ganze Teil mal ich wollte gerade sagen, bin ich wie jetzt? Geht das nicht mehr? Jetzt habe ich gerade über. Jetzt habe ich echt gerade gedacht, so, ach du meine Güte. So, ich stelle die jetzt mal ganz kurz beiseite, das gute Stück. So, koppel mal das Ding ab. So, okay. Zum Verladen komme ich später, beziehungsweise kann ich das ja auch ohne euch machen, aber ich kann es ja mal schon mal hier so anhängen. So, na? Okay, so jetzt steige ich hier mal aus, denn ich muss unbedingt mich um meine Felder kümmern. Mir rennt die Zeit weg. Wo ist denn jetzt mein anderer Traktor, verdammt? Ach, da. Und zwar habe ich auch schon einen Traktor hier, ne, mein JCB mit Kalk befüllt, denn ich muss ein Feld um den Kalken, was noch nicht, jetzt ist die Frage, ach, da ist es, ach Mist, was noch nicht ausgesät ist. Na, ich muss ja jetzt um meinen, ich muss ja jetzt den pH-Wert ja ein bisschen steigern. So, wartet. Ich muss hier raus. So, ich, ist es das Feld, worum das geht? Ich weiß es jetzt gar nicht, Leute. Ist es überhaupt das Feld? Momento. Wo bin ich denn jetzt? Nee, das ist es gar nicht. Das ist genau die andere Richtung. Ach Mann, es ist ja gar nicht. Okay, dann habe ich mich vertut, weil das sah auch gerade so schön leer aus. Wartet mal, ich muss mal wenden. So. Das weiß ich nicht. Ich muss genau in die andere Richtung. Die andere. Ach so, der andere Ausgang. Ja, gut, entschuldigt. Wieder wenden. Oh mein Gott, ich brauche hier echt Straßenschilder. Ich weiß nicht, wo es lang geht. So von wegen Ausgang, Ausgang und so. Und mit Pfeilen und LEDs. So genau, hier muss ich hin. Wow, das wackelt aber ganz schön hier. So, hier ist... Da, das Fett ist es, ne? Das linke. Ich gucke lieber nochmal, bevor ich mich wieder verfahre. Ja, das linke. Das linke, das linke. So, und dann habe ich noch ein Feld zu bearbeiten. Und zwar muss ich noch Gras mähen. Dazu habe ich mir die Vicon gekauft. Wahrscheinlich ist die zu groß für das Feld, aber ist mir jetzt erstmal egal. So, ich werde das jetzt aber allerdings mit Dings hier machen. Ja, wollte ich eigentlich nicht, aber wie schon gesagt, mir rennt die Zeit weg. Wobei, so, genau, Start am, nee, wartet, abbrechen, nochmal von vorne, Job erstellen, mir ist gerade was eingefallen. So, Zielrichtung da, Feld dort, erster Wegpunkt, genau, öffnen. Ich habe das schon wieder lange nicht gemacht hier. Ich glaube 41,9 ist richtig, Anzahl Vorgewände 0, ja, hoch, runter, automatisch, Reifen, rein zum Überspringen gar keine. Gut, Kreis. Ja, Inselumfahrung. Okay, das. Startrichtung automatisch, ja. So.
Feldkurs wurde generiert. Wunderbar, wunderbar. So. Dann nicht nächster Wegpunkt, sondern erster Wegpunkt und starte bitte jetzt. Wofür muss ich denn so viel zu bezahlen? Keine Ahnung. So, ich guck mal nur ganz kurz zu, was er hier tut, der Gute. Mach mal, mein Bester, fahr mal dahin, wo ich dich hingelotst habe. Junge, wo willst du denn hin? Oh mein Gott, echt? Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Sag mal, Mister, was machst du denn da? Das war wohl nix, oder? Ich glaube, das war nix, mein Freund. Warum hat denn der das jetzt da hingesetzt? Wartet mal, ich muss mal ganz kurz mal die Linie. Okay, dann machen wir jetzt den nächsten Wegpunkt, mein Freund. Hast du dich jetzt eingekriegt, ja? Aber kann das mal sein, dass, ach so, wartet, ich habe schon wieder nicht. Dass die Textur anders aussieht? Ja, cool. Also irgendwie. Macht er hier Probleme mit dem. Mit dem Feld hier. Gut, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Machen wir das halt so. Gut. Na, jetzt haben wir doch bald zugeguckt. Aber gut, das ist jetzt auch kein großes Feld, von daher ist alles gut. Ist ja eine schnelle Nummer. Sauber, mein Freund. Hast du sauber gemacht. Arbeit beendet. Sehr gut, sehr gut. Ja, den Kurs speichere ich jetzt aber nicht. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Einmal aussteigen. pH-Wert ist perfekt. Gut. In Ordnung. So, dann würde ich mal sagen, fahre ich das Teil doch schnell nach Hause. Und dann habe ich mir noch überlegt, mir eine andere Sämaschine zu holen, und zwar eine Direktsaat. Denn laut Precision Farming, ist ja Pflügen nicht so geeignet. Komm, mach dich mal voll wieder. Okay, super, das ist jetzt leer. Das ist genau das, was ich wollte. Ich stelle jetzt mal. Das gute Stück. Wow. Das gute Stück. Einen Moment mal kurz. Ich muss mal eben. Einen Screenshot machen. So, für die Nachwelt. Nee, zurückfahren, Fanny. Immer noch zurück.
So, dann senken. Geht nicht? Doch, geht. Wollte ich doch gerade sagen. So. Wunderbärle. Haben wir gut hingekriegt. Die Seemaschine packe ich ein andermal weg. So, jetzt muss ich nämlich zu dem hier. So, und zwar... Jetzt muss ich mal gucken. Ach so, ja. Ich sollte auch mal das wieder einschalten. Erntereif. Erwarteter Ertrag 64%. Gut. Aber eigentlich könnte ich doch noch einen Tag warten, oder? Bis das Gras so gelblich geworden ist. Ach, egal. Egal, machen wir. Machen wir, machen wir. So. Ich probiere das jetzt hier auch nochmal mit CB-Helfer. So, jetzt ist die Frage, fange ich hier an? Ja, ne? So. Genau. Ich mache aber mal 10 Meter. Ich glaube, die war 10. Doch, war 10,2, ne? Na klar. War 10,2. Macht man Gras eigentlich mit Vorgewinde? Weich, scharf, rund. Ich mach mal weich. Könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob man das denn lieber in hart macht. Oder in rund oder so. Rein pro Beet 6. Das verstehe ich auch nicht. Wenn Zentrierung Beet ausgewählt ist, dann befinden sich zu viele Reihen im Block. Ah, okay. Gut, 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 gut. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus so. So, dann... Ich wollte gerade sagen, jetzt macht er das nicht, oder was? So, jetzt gucken wir die mal... Ach so! Oh Gott, wartet, 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 wartet. Stopp, 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 stopp. Ich musste erst mal gucken, ob ich Schwad ablage. Habe ich. Ach, Gott sei Dank. Kannst weitermachen. Kannst weitermachen, mein Freund. So, jetzt ist die Frage, sammle ich das jetzt mit einem Ladewagen ein oder sollte ich Bein pressen? Was meint ihr? Ich könnte Silage gebrauchen. Ich könnte aber auch Grasballen gebrauchen. Oder überhaupt Gras. So, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus, oder? Ah, ist schon ein geiles Teil, Leute. Wirklich. Was ist jetzt los? Kein Bock mehr, oder? Hat die keinen Bock mehr? Was ist denn jetzt los? Was war jetzt das Problem? Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. So, mein Fräulein, das üben wir aber nochmal, oder? Oder ist... Nee, aber ist der Traktor vielleicht zu schwach dafür? Der Traktor ist, glaube ich, zu schwach, oder? Nee, ich weiß es nicht.
Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht drauf geachtet. Und vor allem, wartet mal, ich mache mal hier wieder einen auf diesen. Ist doch richtig. Der Kurs ist doch gut. Ja. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ist der Traktor zu schwach? Kann das sein? Ja gut, fährt mit 1 km/h, ne? km/h, 5 km/h. Okay. Ich glaube, der Traktor ist zu schwach. Ich glaube, das ist das Problem. Okay, ist ja in Ordnung. Wartet. Okay, pass mal auf. Folgendes. Der war gut. Der war gut. Okay, kein Problem. Kriegen wir hin. Nee. Nein, nicht senken. So, pass mal auf. Koppel mal ab. Koppel mal ab. So, dann fahre ich das Teil jetzt mal nach Hause. So ein Mist aber auch. So, na gut, aber so ist es halt, ne? Man muss ja ein bisschen was. Oh Gott, der hat gar keine Kraft hier, der arme kleine Kerl hier. Mein Massey Ferguson. Wartet mal, wo fahre ich denn jetzt überhaupt hin? Ich muss doch. So, da ist der Shop. Genau. Da ist der Shop. Dann hole ich jetzt den JCB. Ja, müsste das ja hoffentlich packen. Denn das habe ich ja schon wieder nicht bedacht, ne? Ach, Probleme über Probleme, die die Fanny hier immer hat. Oh, ich habe heute gar keine Musik im Hintergrund, fällt mir gerade auf. Schade. Aber nicht schlimm. Alles nicht so schlimm. So, ich darf jetzt nicht wieder meinen Eingang hier verpassen. So, dann fahr mal zu dem JCB. Eierpaletten. Oh mein Gott. Genau deshalb. Oh nein. So, wo ist denn das Regal jetzt nochmal? Das ist da hinten, ne? Denn das brauche ich jetzt nicht. Also das Gewicht meine ich, nicht das Regal. So. Koppel dich ab. Ah, okay, passt auf. Oh Gott, ich muss mich um meine Eier kümmern. Stimmt ja, da war ja was. So. Hoppala. Und schon steht wieder alles im Weg.
So. Auto? Nein. Oh, doch, Auto. Mein Gott, wo kommst du denn her? Wow, ups. So, und jetzt kommt ein Auto, ne? Jetzt, wo ich um die Kurve will. Ach ja. So, dann fahre ich jetzt schnell noch, ne? Zum Feld. So, da sind wir auch schon. Mist, komme ich da nicht irgendwie jetzt ran da oben, ohne aufs Feld zu müssen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nicht wirklich. Ganz schön hucklig hier die Angelegenheit. So, in der Hoffnung, jetzt muss ich das aber, glaube ich, wieder neu eingeben, ne? Das ist natürlich jetzt auch wieder ärgerlich. In der Hoffnung, dass es jetzt halt hier funktioniert. So. Ich glaube, die Vicon, die braucht einfach zu viel Power. So. Jetzt ist die Frage, ist es denn jetzt noch drin, ne? Nee, das ist, weil es ein anderes Fahrzeug ist, ne? Gut, dann muss ich das nochmal machen. I'm so sorry, meine Lieben. I'm so sorry, I'm so sorry. So, das. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das jetzt alles hin? Fahrzeug auf dem Kurs, bla bla, ja, hoch, runter, Kreis. Ach, irgendwas stimmt wieder mit meiner Maus nicht, Leute. Ich kann... Ja gut, generiere, egal. Ich kann es jetzt leider nicht... Was ist denn das da? Nee. Nein. Hä? Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Kurs aus Fahrzeug löschen. So. Nochmal. Job erstellen. Kann es sein, dass irgendwie, Cosplay so ein kleines Update hatte oder so? So. Generiere. Warum macht denn der da diesen... Jetzt ist es wieder weg. Kurs aus Fahrzeug löschen. So, nochmal. Meine Güte. Dann mache ich das jetzt mal vielleicht so rum. Feld. Das generiere. Warum macht er diesen? Wo
Fokus aus Fahrzeug löschen. So, nochmal. Entschuldigt, aber irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Dann mache ich das jetzt anders. Dann mache ich das jetzt tatsächlich. So. So. Anzahl Vorgewende. Vielleicht mache ich das jetzt mit Vorgewende besser. Aber reicht vielleicht einer, oder? Ja, jetzt sieht es besser aus, meine Lieben. Jetzt sieht es besser aus. So, dann fahren wir los, mein Guter. So, jetzt gucke ich das noch mal ganz schnell mit euch zusammen. Ob der das auch macht. Ja, ich glaube, der hat aber mehr Saft, oder? Wo ist denn jetzt der Startpunkt? Ach, da. Ich habe den Pfeil nicht gesehen. Gut. Dann gib dir mal Mühe, mein Freund. Ich hoffe, ich habe die Schwalbe jetzt noch angelassen. Die ist an. Wunderbar. Okay, ich glaube, mein JCB scheint es besser hinzubekommen. So, jetzt warte ich mal ab hier bis zu diesem Punkt. Nee, ist in Ordnung. Scheint er hinzukriegen. Sehr schön. Und weich ist anscheinend auch in Ordnung. Ja, wunderbar. Ich glaube, ich hatte es doch auf weich gestellt, ne? Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Na, hier muss er aber auch schon ganz schön ackern, ne? Hier läuft es nicht so schnell. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier einfach mal weiter und bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Lieben Dank für eure Kommentare und auch für eure Däumchen natürlich. Und dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich das lieber mit einem Ladewagen dann einsammeln sollte oder doch lieber Ballenpressen. Da bräuchte ich aber noch eine Ballenpresse, denn ich bräuchte auf jeden Fall auch Gras, ne? Also normales Gras und natürlich auch Silage, ne? Jetzt ist die Frage, wie ich das am besten mache. Mit einem Ballenwagen, also mit der Ballenpresse, könnte ich ja die Silage machen. Und mit dem Ladewagen einfach nur das Gras einsammeln, richtig? Sehe ich das richtig? Aber schreibt mir das bitte in die Kommentare, ja, damit ich in der nächsten Folge weitermachen kann. Okay, meine Lieben, also habt ganz, ganz tolle Pfingsten, ja. Und genießt die Zeit. Die freie Zeit, das lange Wochenende, denn ich habe es natürlich wieder nicht. Aber gut, es muss ja halt Leute geben, die auch arbeiten, ne? Pflanzensensor benötigt Tageslicht. Ja, aber ich mache doch jetzt gerade gar nichts, meine Lieben. Ich mache doch jetzt gerade gar nichts. Gut, also, die Folge ist jetzt damit beendet. Bis dann, bye bye.